Hi Leute und welcome back zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich nutze die letzten Tage vor meinem Urlaub, um einfach so ein kleines Glow-up zu haben. Und damit meine ich nicht nur die Fassade und mein Äußeres, sondern auch so Sachen, die ich noch erledigen muss, die ich noch so ein bisschen vor mich hingeschoben habe, die ich leider auch ein bisschen vor mich hingeschoben habe oder vor mir hingeschoben habe, you know. Und einfach so ein paar Preparations, damit es dann bald in den Urlaub gehen kann. Und ja, ich dachte mir, ich vlogge das Ganze für euch mit. Vielleicht motiviert das den einen oder anderen. Und ich würde sagen, ich erzähle euch mal meine Pläne, was wir alles noch machen müssen, was ich noch besorgen muss, was auf jeden Fall noch ansteht. Ich gehe zur Kosmetikerin, weil ich habe immer so eine 4-Wochen-Phase. Das heißt, alle 4 Wochen gehe ich zu meiner Kosmetikerin und wir behandeln meine Haut mit Fruchtsäure. Das heißt, meine Haut braucht auch diese 4 Wochen Pause, weil es sonst einfach zu reizend für meine Haut ist. Deswegen habe ich mir das jetzt gebucht, kurz vor dem Urlaub, damit ich dann nach dem Urlaub eine Woche später hingehen kann. Dann muss ich meine Nägel machen gehen. Ich habe mich auch schon dazu entschieden, die einfach genauso zu machen wie jetzt, weil kurze Nägel, glaube ich, so für mich das Beste sind für den Urlaub, weil bei mir ist schon so, dass öfter mal ein Nagel einreißt oder abbricht und deswegen gehen wir for the short nails. Ich muss auf jeden Fall noch meine Pinsel waschen, weil ich will immer schön mit clean Pinseln in den Urlaub und außerdem müssen die sowieso mal gewaschen werden. Und was sehr wichtig ist, ich muss in die Stadt und muss mir noch ein paar Sachen besorgen für den Urlaub, weil ich einfach vieles schon aufgebraucht habe und viele Produkte von mir einfach leer werden in den nächsten 2 Wochen und ich will nicht komplett unprepared im Urlaub sein und kein Puder mehr haben oder keine Lippenprodukte mehr haben. Und deswegen werden wir heute in die Stadt fahren und ich werde ein paar Besorgungen machen und mir meinen ganzen Stuff nachkaufen. Ich habe mir wie immer Notizen gemacht in meinem Notebook. Das gibt es übrigens bei Thalia oder Thalia, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und ich habe mir relativ viele Sachen aufgeschrieben, die ich noch besorgen muss. Und es wird auch ein expensive Einkauf. Also da bin ich mir sicher. Das ist jetzt der Plan. Wir haben jetzt genau 12:30. Ich mache mir jetzt noch mal kurz ein Foto von meiner Liste, was ich alles brauche. Vor allem, ich muss mir auf jeden Fall eine neue Wimpernzange holen, weil meine ist broke. Und ja, let's go. Ich bin jetzt da und ich sage euch, no joke, ich war zu Hause 4-mal Pipi machen, bevor ich gegangen bin. Und ich muss jetzt nach 10 Minuten wieder. Das kannst du keinem erzählen. Ich bin back aus dem MTZ. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe geschwitzt. Also ich habe lange nicht mehr so geschwitzt. Lange. Ich habe fast alles bekommen. Ich brauche eigentlich noch von Lancaster dieses Sonnenspray, aber das habe ich nicht gefunden. Weder bei Douglas noch bei Sephora. Vielleicht habe ich nicht richtig geguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe mir jetzt einfach ganz simpel von Sun, irgendeine Marke von DM, so Sonnenschutz geholt, 50er SPF und nochmal 30er SPF, weil wir sind da ja 2 Wochen und ich will sicher gehen, dass ich gut geschützt bin, beziehungsweise meine Haut. So Leute, ich bin wieder back at home und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mal meine Ausbeute, was ich mir jetzt alles geholt habe. Ich habe eine kleine, aber doch volle Douglas-Tüte und ich habe noch ein bisschen was in meiner Tasche verstaut, weil ich mir keine so eine Tüte holen wollte für 2 Euro, weil ich habe so viele hier zu Hause und ich vergesse die einfach nur jedes Mal mitzunehmen. Und dann bin ich irgendwo einkaufen und denke mir so, du hast 5 Tüten zu Hause und nimmst nie eine mit, wofür hast du die dann? Aber ich vergesse die immer mit ins Auto zu nehmen und dann bringen die mir halt auch nichts, weil die liegen bei mir im Abstellraum und chillen da einfach. Aber egal, ich würde sagen, wir starten mal mit den Basics, ganz wichtigen Sachen. Einfach so die Sachen, die einfach aufgebraucht waren und die ich unbedingt gebraucht habe. Ganz simpel Duschgel und ein Shampoo, weil ich habe zwar noch das Olaplex Shampoo, aber das ist fast leer. Meine Mama hat auch noch eins und ich glaube, das ist noch relativ voll, aber ich werde mir da sehr oft die Haare waschen. Ich glaube sogar jeden Tag, weil ich ja jeden Tag mit Salzwasser in Berührung komme. Das heißt, ich werde jeden Tag Haare waschen. Aber ich mag das nicht so, wenn so Salz in den Haaren ist und ich so, oh, ich mag das gar nicht. Wenn man schwimmt im Meer, ich liebe es im Meer zu schwimmen, aber ich muss mich danach einfach voll duschen, damit ich nicht dieses bappige Salz in mir habe. Und deswegen habe ich mir jetzt mal irgend so ein Shampoo geholt. Das habe ich früher immer benutzt von Garnier Fructis, dieses Oil Repair 3. Ich habe immer das Orangenschwamm irgendwie gehabt. Dann habe ich, wie eben schon gesagt, mir von Sundance, genau, ich glaube, das ist die Eigenmarke von DM, habe ich mir einfach Sonnenschutz geholt. Einmal SPF 50 und SPF 30, weil ich die von Lancaster nicht gefunden habe. Ich habe ja noch ein bisschen und ich habe sehr viele Tanning Tools dabei.
dabei dieses Mal. Dann habe ich mir zweimal mein absolutes Lieblingsprodukt zum Abschminken geholt. Ich habe es euch schon in meinem Get Unready With Me gezeigt. Das ist das Balea Ultra Sensitive Duschgel. Das ist eine 1+. Das hat auch X Skincare empfohlen. An die Girls, die den auch verfolgen. Und ganz casual ein Deo. Habe ich jetzt was verloren? Oh, no way. No way. Eigentlich meine Lip Cream von NYX nachgekauft, aber ich habe die im DM gelassen. Da bin ich mir gerade sehr sicher. Oder liegt irgendwo in meinem Auto. Ich hoffe, dann finde ich sie noch. Aber es sieht schlecht aus. Das ärgert mich voll. Aber egal, wir machen einfach weiter. Wie gesagt, ich war noch bei Douglas und bei Sephora und habe mir da ein paar Sachen mitgenommen. Und zwar haben wir einmal, sag mal, ist meine Linse verschmiert oder bin ich einfach nur ein bisschen blöd? Einmal eine neue Wimpernzange. Ich benutze immer die von MAC, ich glaube seit 3, 4, 5 Jahren, weil ich die mal von einer Freundin empfohlen bekommen habe. Und seitdem benutze ich die eine. Die ist jetzt aber kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir jetzt, glaube ich, wirklich seit 5 Jahren zum ersten Mal wieder eine neue von MAC geholt. Die haben auch so Ersatzteile, aber meine hat irgendwie so einen Knick. Also wenn ich meine Wimpern biege, dann ist es so... Das tut voll weh, deswegen habe ich mir mal eine neue geholt, weil die sind wirklich der Shit. Und ich finde, die sind wirklich ein bisschen anders als so DM-Wimpernzangen und sowas. Also ich finde, die sind wirklich besser, deswegen vertraue ich auf die. Ich habe mir noch bei DM meinen Fit Me Concealer nachgeholt, weil ich noch den von NARS habe. Ich glaube, da ist noch relativ viel drin, deswegen nehme ich den mit. Aber ich habe mir mal ein bisschen einen dunkleren geholt für den Urlaub, damit, falls ich ein bisschen braun werde, das alles passt. Die letzte Packung vom Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Ich liebe es, ich trage den immer in der Farbe 4. Ups, ist wirklich one of my favorites. Also falls ihr ein Produkt sucht, was nicht so deckend ist wie eine Foundation, was aber trotzdem ein schönes Bild auf der Haut macht, auch so glowy ist, probiert es aus. Ist einfach geil. Und last but not least haben wir von Laura Mercier das Translucent Powder, weil Puder im Urlaub sehr, sehr wichtig ist. Also ich wollte mir eigentlich noch einen Chai holen, aber dann habe ich die Schlange im Starbucks gesehen. Und Leute, no joke, ich muss jetzt mal ehrlich sein, ich habe das Gefühl, dass meine Pille mir in der Hinsicht einfach nicht so gut tut, weil ich einfach jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und einfach, keine Ahnung, nicht komplett chill, also nicht so sitze oder liege oder so, was man obviously nicht im MTZ macht, sich einfach hinzulegen. Aber ich muss sagen, mir ist in der letzten Zeit einfach aufgefallen, wenn ich so unterwegs bin und in Geschäften bin oder in Räumen bin, dass mir immer so schnell warm wird. Und ich meine, mit mir wird warm nicht so, okay, hier ist es wärmer als draußen oder wo ich eben war, sondern ich fange legit richtig an zu schwitzen. Und mit richtig an zu schwitzen meine ich wirklich richtig an zu schwitzen. Den Pulli kann ich direkt in die Wäsche machen, weil der ist, es ist so... Disgusting. Wirklich, es ist so disgusting. Ich fange, also mein Rücken eben im MTZ und mein Nacken und meine Boobies, es war nass. Und es hätte, und ich glaube, es lief auch, also es lief einfach mein Körper runter. Und ich hatte zwar diesen dicken Teddymantel an, aber das ist egal, was ich anhabe. Ich kann auch nackig sein. Ich fange trotzdem extrem an zu schwitzen. Jetzt gerade ist mir auch richtig heiß. Aber dadurch, weil ich gerade sitze und so mein Körper runtergefahren ist, bin ich so richtig so, okay, mir ist warm. Aber das legt sich gleich, wisst ihr, wie ich meine? Und dann dachte ich mir so, woran kann das liegen? Und gestern war ich mit meinen Eltern, da war das genauso. Und ich habe direkt angefangen zu schwitzen. Meine Mutter so, ja, ich glaube, das liegt wirklich an der Pille. Und ich war so, Alter, mir wird so warm. Überall, mir wird überall, also am Oberkörper, mein ganzer Oberkörper, das fühlt sich an. Keine Ahnung. Nicht mal, als würde man Sport machen, sondern es ist einfach heiß und unangenehm. Und ich hasse dieses Gefühl. Und deswegen muss ich mal schauen, weil jetzt gerade ist mir auch zum Beispiel sehr warm. Aber ich weiß auch, dass es in meiner Wohnung sehr warm ist. Aber irgendwie will ich das unbedingt in den Griff bekommen, weil es ist einfach nervig. Also falls ihr das auch habt oder hattet oder irgendwie einen Tipp habt, wie man das vielleicht los wird oder so ein bisschen minimieren kann, drop it in the comments, weil ich bin manchmal wirklich mit den Nerven am Ende. Es ist Zeit für den nächsten Step. Ich gehe jetzt ins Nagelstudio, habe mir was Bequemes angezogen und werde jetzt meine Nägel machen. Danach kommt Arthur. Und wir müssen noch ein bisschen die Wohnung aufräumen. Helft mir nämlich, den Müll noch wegzubringen. Ich muss noch Pakete wegbringen. Und das, glaube ich, mache ich ganz zum Schluss. Also ich glaube sogar am Montag, wenn es dann losgeht und wir fliegen. Weil dann fahre ich sowieso zu meinen Eltern, stelle da mein Auto ab. Und auf dem Weg dahin ist sowieso die Post. Deswegen spare ich mir diesen Schritt. Ich hasse es, zur Post zu gehen. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse es einfach. Und ja, ansonsten genießen wir dann heute noch den restlichen Tag. Machen uns was Nice zu essen. Vielleicht hole ich uns auch eine Stadtsalat-Bowl. Who knows? Ich würde sagen, let's go und wir fixen meine Nägel. I'm back at home und mir ist aufgefallen, diesen Pickel habe ich jetzt schon legit eine Woche.
und er wird irgendwie immer größer. Mir ist eben was sehr Dummes im Auto passiert und es triggert mich so hart, weil die Nägel nicht mal einen Tag alt sind und jetzt so aussehen. Ich zeige es euch gleich. Ich muss sagen, ich fand die letztes Mal ein bisschen besser. Also das hier sind jetzt die Nails, sehen eigentlich genauso aus wie vorher. Vor allem die Seite wird immer relativ gut. Aber bei der Seite hier hat es mich sehr getriggert, weil der Daumen ist so voll breit vorne, oder? Naja, jedenfalls, see what I did? See what I did? Och, ich weiß nicht, wo ich dran gekommen bin. Aber vorne fehlt jetzt ein Stück von der weißen Farbe. Lieben wir. Und jetzt muss ich mich nur noch um die Wohnung kümmern. Also wie gesagt, Arsch und ich bringen den Müll noch weg, damit alles vorher leer ist. Und ich muss auch noch gucken, was ich aus dem Kühlschrank noch lagern kann und was weg muss. Weil ich bin jetzt, wie gesagt, 2 Wochen weg. Und die Sachen sind auch nicht alle von gestern. Das heißt, die sind sowieso jetzt schon so weit, dass man sie verbrauchen sollte. Und ich denke mal nicht, dass wir das jetzt noch alles in den letzten paar Tagen essen können. Aber vielleicht warte ich auch einfach, bis ich wieder da bin und dann gucke ich, was da noch gut ist. Vor allem sind auch noch voll viele Sachen verschlossen. Das heißt, die kann ich auf jeden Fall behalten. Und yes, good morning, Leute. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu meiner Kosmetikerin. Ich habe den letzten Termin leider ein bisschen verschlafen und musste mir jetzt neu machen, aber es ist ganz gut, weil ich brauche immer 4 Wochen Pause zwischen jeder Behandlung. Ich habe halt jetzt 6 Wochen Pause zu meiner letzten Behandlung gehabt. Ich muss sagen, ich bin momentan relativ zufrieden mit meiner Haut. Klar, habe ich immer mal hier und da ein paar Unreinheiten, aber das ist vollkommen normal. Mich stört das auch nicht. Wir werden wahrscheinlich trotzdem bald mit Microneedling starten, einfach weil meine Haut sich schon relativ gut beruhigt hat und nicht mehr so diese aktive Akne hat. Aber ich will halt einfach, dass mein Hautbild so ein bisschen ebenmäßiger ist, was die Farben angeht. Also es ist relativ glatt alles, aber ich habe halt immer noch so ein paar rote Pigmentstörungen bzw. Flecken und Aknenamen und das will ich ein bisschen in den Griff bekommen. Und danach fahre ich zu Ikea, hole mir wahrscheinlich noch einen Kaffee und hole noch ein paar Sachen für die Wohnung. Tja, das ist so. Wir sind in der Hölle, Jungs. Das haben wir uns gekauft. Oh. The best. Hier irgendwie eine Mittelohrenzündung, eine Mittelaugen. Mittelaugenentzündung. Taste, test. We like Weide. I'm on a big provider. Voll nicht im Beat. Heute sehe ich gut aus. Wie du fährst. Nein. Ich brauche erst 19, Digga. Überhol von rechts, da weißt du, dass das ein Stück Scheiße ist. Meine Mutter! Ich laufe Treppen und was sehe ich, wenn ich aufkomme? Ein Krümel an Arthurs Mundwinkel. Du hast jetzt nicht ernsthaft in der 2 Sekunden. Aber ich mal probiert. Das war ja so unsatisfying. Du kannst es nicht. Ja, ich weiß. Ich hätte es machen. Nein. Top. Mini Ikea Haul. Ich habe leider nicht alles bekommen, was ich gesucht habe. Die hatten auch einfach nur noch 3. Aufgepasst. Die hatten einfach nur noch 3 von diesen weißen Holzbügeln. Und deswegen habe ich nur 3 Pakete mitgenommen. Ich muss mir aber sowieso einen Hocker bestellen. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Dann haben wir hier Hausschuhe für den Arthur. Wie gesagt, 3-mal. Dings, wie heißt das? Bügel. Dann habe ich mal neue Klobürsten geholt, 2 Stück. Wobei wir halt so ein silbernes Ding haben und das muss da noch irgendwie dran geschraubt werden. Muss ich mal gucken. Und 4 normale Schüsseln, weil ich habe nur größere und eine ganz große und Arthur isst relativ oft Müsli. Deswegen haben wir mal 4 normale große Schüsseln geholt. Und was ich schon gesehen habe, wir haben Kekse, wir haben Zimtschnecken und Arthur hat irgendeine andere Süßigkeit noch. Und die haben wir jetzt schon unbefüllt und die sind einfach so lecker. Ihr müsst die mal probieren, wenn ihr bei Care seid. Happy
Sunday, Leute. Ich habe eben das Video angefangen zu schneiden und habe gesehen, dass ich noch kein Outro habe. Deswegen dachte ich mir, gebe ich euch jetzt nochmal eine kleine Overview von Dingen, die ich noch erledigt habe. Ich habe heute Morgen meine Pinsel noch gewaschen. Wirklich last minute, weil morgen fliegen wir und die müssen auch noch trocknen. Und ich muss mich morgen nochmal schminken, weil ich morgen früh noch ein Video drehen will. Also es ist noch sehr getaktet. Aber sonst bin ich eigentlich relativ weit. Ich habe gerade meine Fußnägel lackiert. Ich zeige die jetzt mal nicht in die Kamera, weil finde ich ein bisschen weird. Aber Pediküre vom Urlaub durfte nicht fehlen. Und was ich jetzt noch mache, bin ich rangezoomt? Okay, nee. Was ich jetzt noch mache, ich werde die ganze Wohnung aufräumen. Die Spülmaschine läuft schon. Bei der Wäsche bin ich mir noch ein bisschen unsicher, weil ich habe nicht so viele Teile. Es lohnt sich nicht, eine Waschmaschine anzumachen. Aber irgendwie nervt es mich auch, dass da so ein kleiner Stapel ist. Deswegen mal schauen. Vielleicht habe ich heute Abend noch Wäsche, weil ich werde nochmal duschen gehen und nochmal ein bisschen aufräumen. Vielleicht finde ich da noch ein paar Sachen, die in die Wäsche können. Und ansonsten muss ich jetzt noch mein Make-up einpacken. Ich werde den Koffer jetzt nochmal komplett ausleeren und nochmal komplett neu sortieren, damit ich einfach nochmal für meinen Kopf ein Overview habe und weiß, was ich bei meinen Eltern... Okay, Arthur ruft mich gerade an. Oh no. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber Arthur hat mir geschrieben, weil er hat eine GoPro und ich wollte mir die bei ihm ausleihen, weil ich habe mir diese Unterwasserkamera gekauft. Und ich habe die euch ja auch gezeigt und ich dachte, da sei eine SD-Karte dabei, weil die haben halt so Mini-Mini-SD-Karten. Aber man musste sie extra kaufen und ich habe es vergessen mitzubestellen, weil ich habe mir das nicht richtig durchgelesen. Da stand halt so aufgelistet, was alles dabei ist und es stand direkt darunter. Und dann habe ich nochmal eben geguckt und da stand dann, das ist erforderlich und ich war so, wow. Aber ich bin mir sehr sicher, dass am Frankfurter Flughafen SD-Karten vorhanden sind. Da sind ja immer so Handyshops, deswegen werde ich da nochmal schauen. Nur mein Papa... Wer kennt es nicht? Mein Papa hetzt immer so durch den Flughafen und dann sitzen wir beim Boarding 2 Stunden. Und dann ist er immer so, nee, nee, wir warten, wir haben keine Zeit. Aber ich glaube, das kennt man einfach. Wir fahren auch morgen gefühlte 5 Stunden früher los, aber that's okay. Ich kenne das schon von meinen Eltern. Aber ja, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren. Was ich jetzt aber auf jeden Fall mache, ist meine Travel Bag packen und einfach nochmal alles durchgehen. Ich werde zwar vieles nicht einpacken können, weil ich morgen noch filme und meine Kamera und so kommt alles ins Handgepäck. Ich werde nochmal meinen Koffer an- und ausräumen. Aus- und einräumen, damit ich vielleicht wirklich unnötige Sachen doch hier lasse. Und vor allem, habe ich ja schon gesagt, meine Eltern nehmen mir einen Teil ab. Aber ich überlege gerade, wenn der Koffer gar nicht zugeht, wie ich das Zeug zu mir nach Hause transportiere, damit die das einpacken können, you know. Also wahrscheinlich tue ich es in eine Mülltüte, in so eine große, weil ich habe keinen zweiten Koffer hier, sondern nur meinen großen. Und ich befürchte, dass nicht alles reinpasst, gerade Schuhe und so. Ich muss auch noch meine Cosmetic-Bag packen. Meine Pinsel müssen noch trocknen. Die brauche ich aber auch morgen früh. Es ist eine Mess. Ich hätte es anders planen sollen, aber egal. Am Ende ist man immer schlauer. Und ich werde jetzt dieses Video schneiden. Das heißt, jeder, der das Video on the Sunday sieht, that's me, ein paar Stunden davor. Und ja, das ist jetzt der Plan. Video uploaden, Video noch zu Ende schneiden. Und dann geht es morgen in den Urlaub. Und ich bin sehr hyped. Ich habe mir schon so ein kleines Moodboard erstellt. Ich habe es auch schon auf Instagram gepostet, so von den Leuten, die mich so am meisten inspirieren. As you can see, ich finde es sehr schöne Aesthetics. Und, was wollte ich auch sagen? Jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Irgendwie bin ich gerade voll vergesslich. Und ich habe schon mal so ein bisschen geguckt, was ich für Content machen will, auch für TikTok und so. Und ja, das mache ich jetzt. Und dabei schaue ich irgendeinen Film. Ich habe irgendeinen random Film angeschaut, weil Arch und ich haben gestern, also beziehungsweise angemacht, Arch und ich haben gestern einen Film mit Melissa McCarthy geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist eine richtig bekannte Schauspielerin, also könnt ihr die mal googeln. Ich liebe ihre Filme, beziehungsweise da, wo sie drin mitspielt, weil sie einfach so lustig ist. Die ist so, ich liebe diesen Humor von diesem Film und diesen Vibe. Deswegen schaue ich jetzt einfach einen nebenbei und räume dabei die Bude auf. Ja, that's the plan. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde mich melden, wenn ich auf den Malediven bin. Und ich bin sehr hyped. Also, falls ihr nichts verpassen wollt, folgt mir gerne auf Instagram oder auf TikTok. Da versuche ich auch ein bisschen, euch ein bisschen Inspo zu geben und ein bisschen Einblicke zu geben. Und ja, thumbs up if you like the video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Bye.